Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem Video. Dritter Spieltag steht an. Die Entscheidungen sind noch offen. Ich glaube, es können auch alle Mannschaften weiterkommen, irgendwie gerechnet zumindest. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit Werder Bremen gegen Bayern. Da wären wir auch wieder. Spieltag Nummer 3, Werder Bremen und Bayern, beide noch ohne Niederlage. 4 Punkte jeweils gesammelt und Werder sogar noch ohne Gegentor, aber 2 Tore weniger geschossen. Deswegen ist Bayern Erster aktuell in dieser Gruppe. Aber die Chancen zum Weiterkommen stehen doch aktuell noch relativ gut. Werder Bremen hatte es auch durchaus in sich, machte gute Spiele, gute 2 Spiele. Und war auch hier gegen Bayern nicht die schlechtere Mannschaft. Bittencourt, Pieper scheitert aber an Ulreich, dann war erstmal Pause. Werder war die bessere Mannschaft, das kann man so definitiv sagen. Die Bayern wirken ein bisschen müde, aber das ist einem an so einem Hallentag auch mal gestattet. Pieper hatte viele Chancen, hier kommt er nicht durch, aber er holt den Ball wieder, legt ihn auf Friedel, der spielt zu Füllkrug, der drischt drauf, Ulreich aber hält. Dann Werder Bremen wieder und Füllkrug jetzt mit dem 1:0. Füllkrug, die positive Überraschung der WM, macht hier sein Tor. Aus kurzer Distanz lässt er Ulreich keine Chance, keine 15 Sekunden mehr zu spielen. Die Bayern wollten nochmal mit 4 Punkten. Wer das weiterkommt, nicht unbedingt sicher. Masraoui gleicht aber noch aus kurz vor dem Ende und sichert damit den ersten Tabellenplatz. Bayern und Werder, beide weiter, das steht jetzt schon fest und damit dürften sie zufrieden sein. Auf die 5 Punkte wird keiner mehr kommen, deswegen eben Bayern und Werder schon weiter, Union oder Hertha. Der Sieger kommt weiter, eventuell als bester Gruppendritter. Als mit einem Unentschieden würde es hier wahrscheinlich beiden Mannschaften nichts bringen und die Hertha hatte etwas vor. Rogel nimmt den Rebound, per Kopf setzt er ihn ins Tor. Scheint irgendwie nicht die Spielform von Union zu sein. Hinten reinstellen bringt hier nichts. Und schnelles Umschalten über Jordan ist hier auch eher schwierig. Die Hertha hatte alles im Griff und machte das 2:0. Gutes Torverhältnis wäre ja auch noch durchaus angebracht. Zu den besten Gruppendritten zu gehören, wäre schon wichtig, damit zumindest eine Mannschaft aus Berlin im Berliner Turnier drin bleibt. Wir befinden uns ja hier in Berlin in der Halle. Sieht man doch auf den ersten Blick, oder? Auf jeden Fall machte die Hertha gnadenlos weiter. Jovetic sogar mit dem 3:0. Union hatte sich jetzt aber auch ehrlich gesagt aufgegeben. Der Kopf hing extrem tief. Schönes Tor, aber nichtsdestotrotz. Die zweite Hälfte plätscherte so dem Ende entgegen. Rogel hatte nochmal ein 4:0 am Ende. Heftig, bisher das höchste Ergebnis in diesem Turnier. Aber auch nicht unverdient. Die Hertha hat jetzt 4 Punkte und ein gutes Torverhältnis. Das sollte doch eigentlich zum Weiterkommen reichen, oder? Leverkusen ist sehr weit davon entfernt, weiterzukommen. Aber es ist nicht ganz unmöglich. Dafür müssen sie aber Frankfurt schlagen. Und es ging gar nicht so schlecht los. Gute Chancen, Diaby gegen Trapp. Trapp, der Sieger. Dann diese Rückgabe, Trapp mit dem Trickabwurf. Es geht in die andere Richtung. Kolo Muani, der WM-Finalist. Pellegrini, aber kriegt den Ball nicht. Am Torwart vorbei, 0:0 zur Pause. Dann Leverkusen. Sie setzen sich mal fest. Diaby scheitert an Trapp. Nochmal Diaby. Trapp hat den Ball. Und wieder Leverkusen. Arangis, Tapsoba. Lupft gegen die Latte und Asmun staubt ab. Kevin Trapp. Oh Mann, das sieht sehr unglücklich aus, aber ein bisschen desorientiert ist man da als Torhüter in dieser Situation. Nicht überraschend. Keine 30 Sekunden mehr zu spielen. Frankfurt liegt trotzdem noch aus. 23 Sekunden vor dem Ende.
Frankfurt muss ja auch ums Weiterkommen bangen. Hier machen sie das wichtige 1:1 und Leverkusen setzte natürlich alles auf die Karte nach vorne und trotzdem schlug Frankfurt zu, schaltete um, Kolo Muani mit dem 2:1 und bringt damit Frankfurt wohl eine Runde weiter. Das war beeindruckend. Leverkusen ist raus. Spannende Gruppe in dieser Hallenmeisterschaft. B ist Stuttgart, Dortmund. Das nächste Spiel, in dem es richtig um was geht. Das 1:0 machte der BVB Niklas Süle. Dortmund ja schon mit 2 Siegen. Da würde ein Punkt auf jeden Fall reichen. Auch ein kleiner Verlust, eine knappe Niederlage wäre in Ordnung. Jetzt führten sie sogar. Stuttgart musste auf jeden Fall Punkte sammeln. Ansonsten wären sie voraussichtlich raus. Aber Stuttgart hatte nochmal Lust im ersten Durchgang anzugreifen, schaffte es aber noch nicht, den Ausgleich zu erzielen. Sieg wäre ja sowieso noch besser, aber diese Rechnerei bringt am Ende nichts. Wir werden sowieso einen Blick drauf haben. Stuttgart wusste aber, sie mussten was tun. Zagatou auf Girassi. Da war er dann doch der Ausgleich. Zagatou, der Ex-Dortmunder, Kobel durch die Beine, das tut weh. Und Stuttgart machte weiter. Thiago Thomas scheitert noch, aber Milo staubt ab aus spitzem Winkel mit voller Gewalt. Spiel gedreht. Aber Dortmund zumindest nochmal mit dem Versuch auszugleichen. Schlotterbeck schafft es aber nicht. Und das war's. Stuttgart gewinnt 2:1. Wir schauen uns am Ende des Spieltags die Tabelle genauer an. Es ist auch in Gruppe C noch spannend. Die Teams haben 4, 3, 2 und 1 Punkt. Das ist durchaus spannend, ja. Und Köln will unbedingt weiterkommen. 1:0 nach 29 Sekunden gegen den SC Freiburg, die eben mit 3 Punkten am Start sind. Köln wäre Stand jetzt aber vorbei an den Breisgauern. Um die Wichtigkeit dieser Partie wusste Freiburg. Wäre auch komisch, wenn nicht. Und Petersen, das ist auch irgendwie seine Spielform, macht das Ding rein. 1:1 noch vor der Pause. Köln aber eventuell nochmal mit der Antwort. Schmitz gegen Tigges. Nein, Flecken. Hey, 2 Tore gefallen, gleichmäßig verteilt im ersten Durchgang. Das ließ sich gut angucken. Es war ja für beide ein wichtiges Spiel. Grifo, Petersen und Hector kriegt es dann irgendwie doch noch bereinigt. Freiburg macht jetzt ordentlich Druck und Köln machte Fehler. Ginter sieht Grifo, der drauf schießt. Schwebel reißt die Hände hoch, verhindert den Rückstand. Aber Köln muss eigentlich gewinnen. Keine halbe Minute mehr zu spielen. Petersen nochmal quergelegt. Schwebe, was ist das? Was ist das? Das ist das 2:1 für Freiburg. 21 Sekunden vor dem Ende. 6 Punkte auf dem Konto der Freiburger. Und damit das sichere Weiterkommen in die nächste Runde. Köln ist raus und verabschiedet sich aus diesem Wettbewerb. Gladbach würde ein Unentschieden reichen. Was Schalke braucht, ist ein Sieg mit 2 Toren Unterschied und würde dann am Ende tatsächlich zum Weiterkommen reichen. Aus eigener Kraft. Aber Gladbach war besser, hatte aber auch nicht so viele Chancen. Schon kurz vor dem Seitenwechsel. Schwolo mit der Parade. Skelly, nein, kommt nicht durch. Yoshida klärt den Ball. Es ging erstmal in die Pause. War nicht viel los im ersten Durchgang. Schade eigentlich. Von Schalke hätte mehr kommen müssen. Wenn sie weiterkommen wollen, brauchen sie unbedingt diesen 2-Tore-Vorsprung. Aber 1,5 Minuten vor dem Ende hatte dann Thuram dem Ganzen ein Ende bereitet. Das war dann wohl die Entscheidung. 1:0 für Gladbach. Schalke würde sich wohl verabschieden. Es würde jetzt nur ein Sieg mit 3 Toren
reichen 3 Tore, aber unrealistisch hier zu schießen, so leid einem das Ganze tut für Schalke. Es hat einfach nicht gereicht. Zum Ende hin nochmal diese Chance, Sommer hält. Schalke auch glücklos, so viel schlechter waren sie nicht, aber es gelang nichts. Gladbach kommt weiter, Schalke ist raus. Das Ende der Gruppenphase ist damit